Oh, geht ja schon los. Moin, Freunde. Heute geht's um Teil 1 im Pilzkönigreich. Beziehungsweise Teil 2, da ja Trailer und Erklärung beim letzten Mal kam. Wir sind alle gespannt auf den Hut. Okay. Das ist ein guter Auftakt. Okay, also ich habe nebenbei mir auch ein paar Zettel vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt aufgeschrieben, warum sollte ich das erzählen? Ich erzähle es trotzdem mal für Show 1. Erstens, Flieger, PK Folge 1, PKF 1, PK für Peach Castle, beziehungsweise Pilzkönigreich und F1 für Folge 1. Weil theoretisch würde die erste Folge die längste sein und die letzte Folge die kürzeste. Deswegen muss ich ab da dann auch ein bisschen mehr bearbeiten. Okay, Freunde. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir kommen zum zweiten. Bevor ich diese allerdings immer auslose, werde ich auf das Vorderste gehen. Oh! Zombie! Das ist interessant. Aber okay, wir gehen weiter. Nummer 3 ist... Ich werde... wahrscheinlich 4 oder 5 pro Mal machen. Retro ist dran. Okay, das könnte sehr interessant werden. Nummer 4. Der letzte für die heutige Folge habe ich jetzt gerade entschieden. Oh. Okay. Satellaview. Okay. Das wird krass. Okay. Alle sind aufgeschrieben. Wir starten aber jetzt erstmal mit dem Flieger Mario. So, Flieger Mario, du bist gerade schon live. Oh, bin ich das? Ach so. Okay. Was erhoffst du dir denn heute? Also ich erhoffe mir natürlich, dass ich weiterkomme und natürlich das Ding hier gewinne. Mein Käppi. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich bin rausgegangen, bin darauf gegangen, habe mich umgedreht, nachdem ich bei der Tür war und habe R gedrückt. Mehr habe ich nicht gemacht. Die Zeit startet ab 3. 1, 2, 3. Jetzt. Dritter Versuch. Okay, jetzt hat's geklappt. Ich werde schon sehen, dass das einige Nerven bei mir klauen wird. Egal. Wir sehen schon mal, der Flieger Mario huscht hier durch. Abkürzen darf man auch, aber nur an einigen Stellen. Zum Beispiel alle Türme müssen oben erklommen werden. Deutsch ist eh eine Scheißsprache. Okay, er lässt den Hasen weg. Also ihn juckt die Zeit nicht. Momentan. Wobei er schon einiges losbietet. Er richtet sich aus und hat's auch
erstmal geschafft. Zum Beispiel, der Skip hier ist erlaubt und er hat auch schon den Skip gefunden. Fünf Sekunden schon mal runter auf den Timer. Jetzt hat er vergessen, wo es lang geht. Der muss natürlich auch immer die Einweisung sich anschauen, weil sonst hat man ein Problem. Der Bonk war jetzt natürlich sehr schlecht und der Bonk auch. Jetzt muss er sich ausrichten und in den Himmel gucken. Okay, das hat er aber geschafft. Hat das auch geschafft. Bonkt aber gegen die Tür. Ärgerlich ist das. Okay, jetzt hat er tatsächlich schon wieder fast vergessen, wo es lang geht. Die eine Sekunde extra Zeit nimmt, Zeit weniger nimmt er mit. Nimmt nochmal minus 5 Sekunden extra Zeit. Das hört sich vielleicht an, als ob das was Negatives wäre. Aber es ist was Positives. Da musste er sich passend ausrichten. Der Sprung war hingegen sehr nice. Die Fahnenstange erklimmt er und Time. Originelle Zeit wäre 3 Minuten 55, 16. Allerdings durch die insgesamt 11 Sekunden weniger sind wir bei 3 Minuten 44, 16. Also ist die Zeit 3 Minuten 44, 16 die Endzeit für Show 1. Ziemlich interessant. Jo, Flieger Mario. Ja, hi Cappy. Was ist eigentlich deine Meinung zu deinem Run jetzt? Also ich fand den eigentlich ganz solide. Hätte an ein paar Stellen besser laufen können. Zum einen muss ich auf jeden Fall mir noch den Parcours merken. Aber sonst eigentlich ganz gut. Hätte vielleicht arrogant rüberkommen können, aber egal. Yo, Zombie Mario. Yo, moin Cappy. Was glaubst du, wie wird das heute für dich ablaufen so? Hast du so eine Tendenz, wie gut du ungefähr sein wirst oder so? Moin Cappy. Also ich glaube persönlich, dass ich den Parcours okay meistern werde. Jetzt ist ja auch kurz vor Halloween und vielleicht kommt die erste Folge sogar an Halloween, muss ich mal überlegen. Und da muss ich mal überlegen. Ich glaube mir eigentlich schon sehr gute Chancen. Wobei ich glaube auch, dass die Kontrahenten sehr, sehr gut sein werden. Und ich so nicht so
viel, ja, wie sagt man das, viel sehr gute Chancen habe, unter den besten drei zu sein und nicht rauszufliegen. Weil, das habe ich vergessen zu erklären in der Erklärung, ich melde mich kurz aus dem Schnitt. Da habe ich auch gerade nichts geredet, von daher egal. Und zwar habe ich vergessen, Viererduelle und drei aus dem Viererduell kommen weiter. Einer muss zittern, beziehungsweise ist zu 99% komplett raus. Die restlichen, die da noch drin sind, also die restlichen, die weitergekommen sind, die bleiben weiter, aber die, die da verloren haben, die von denen wird ein einziger weiterkommen und die laufen dann noch mal eine extra Runde in einem quasi extra Teil. Vielleicht in mehreren Teilen aufgeteilt, was ich mir sehr sicher bin, bei ungefähr 50 Outfits. Und ja. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Ach übrigens, habt ihr schon Like und Abo dagelassen? Ich dachte, ich frage einfach mal so. Gut so. Ich habe gerade voll vergessen zu reden. Seid ihr bereit, Zuschauer? Wie nein? Was soll das denn heißen? Okay, dann höre ich halt auf. Di di du di du di du du. Nee, Spaß beiseite. Lul. Es startet in 3, 2, 1. Epic Fail. Okay, es hat gestartet, die Zeit. Er nutzt die Rollschütteltechnik. Und nicht unbedingt die Weitsprungtechnik. Zum Beispiel der Skip, den wir da gerade gesehen haben. Habe ich ja eben gerade schon von geredet. Der ist erlaubt. Oh, der Bonk war jetzt nicht besonders gut. Da hätte er auch eine bessere Route wählen können. Aber ich glaube, er ist schon auf die Zeit aus, aber vor allem ist er darauf aus, das zu schaffen, einfach nur ein paar kleine Bonuszeiten mitzunehmen, nicht zu krass reinzukacken und relativ gut durchzukommen. Okay, da hat er die ersten minus 5 Sekunden. Ich glaube, das war ein Fail, das wollte er nicht so. Das war auch ein Fail, der Bonk. Da ist er noch einmal um die eigene Achse gelaufen, einfach so verfahren. Da hat er aus Versehen gebonkt. Da ist er auch aus Versehen schon wieder gebonkt. Ich glaube, die ganzen Dudes sollten noch mal das mit dem Bonken üben. Oh, da hat er einen Stern, Mond, whatever, Fail gehabt. Er kennt den Parcours auch irgendwie besser. Hat auch noch mal eine Sekunde weniger. Oh! Das erste Mal, dass jemand eine Turboblume benutzt. Also, müssen plus 5 Sekunden
auf den Timer drauf, nachdem die Extrazeit dazugezählt wurde. Und da fehlt er schon wieder, Loco Mio der da Blanco. Und jetzt Time. Oha. Freunde, das wird mir niemand glauben, ich werde es gleich in die Kamera zeigen. Aber erstmal, ja. Die normale Zeit, Freunde, 3:55:43.28 Millisekunden langsamer als der davor. Wenn wir jetzt die Zeit wieder abziehen, die erstmal die 10 Sekunden abziehen, dann kommen wir auf 3, wartet, auf 3:45:43. Eine Sekunde nochmal abziehen, 3:44. 43. Allerdings durch die 10 Sekunden plus ist quasi so, dass nur eine Sekunde vom Timer abgezogen wird. Und somit ist die finale Zeit von Zombie Mario 3:54:43. Hätte er die Turboblume nicht mitgenommen und hätte ein Bonk weniger gehabt, ungefähr, dann hätte er das hier noch retten können. Oder ich wusste zwar, dass es krass abgeht, aber schon so krass am Anfang, so früh am Anfang vor allem Ding. Nee. Yo, Zombie Mario. Könntest du mal aufhören, auf die Cappy zu gucken? Piep. Ja. Zombie Mario. Was ist denn so deine Meinung zum Lauf? Weil du weißt ja die Zeit momentan noch nicht. Also ich fand, bis auf diesen Fail am Ende und diesen paar Bonks. Bonk. Hey, wäre das eigentlich ein ganz guter Run gewesen? Ich habe aus Versehen die Turboblume da mitgenommen. Aber sonst eigentlich ganz solide. Was schätzt du denn so deine Zeit? Ich setze die Zeit mal so auf 4 Minuten 10. Okay, die Zeit ist 3:54:43. Und der Flieger Mario hatte, jetzt kommt bestimmt irgendwas Schlechtes. Digga, du bist schlau. Danke. 3:44:16. Also schlecht für dich. Ja, das meinte ich auch. Brauchst ja nicht einpennen. Und ja, dann geht's dann gleich weiter mit dem Retro Mario. Aber weil ich so ehrenlos bin, erst in Teil 2.2. Das war's damit. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im zweiten Teil hiervon. Bis dahin. Tschüssi.